Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Brick Lady und bevor wir mit diesem coolen Zug hier starten, erstmal noch, es tut mir leid, dass ich es letzte Woche nicht geschafft habe, ein Video hochzuladen. Für mich ist es noch diese Woche, aber okay, für euch ist die Woche, in der kein Video kam, jetzt letzte Woche. Es ist nicht so, dass ich nicht dran gedacht habe, ich habe es einfach zeitlich nicht unterbringen können. Wir hatten uns sogar extra einen Abend schon geplant. An dem ich mich hinsetzen wollte, aber genau an dem Tag hatte das Baby so dermaßen schlechte Laune, dass es einfach nicht sein sollte. So ist das manchmal, ne? Ja, so ist das. Weil, ne, als ich wusste, ich setze mich abends hier hin, da waren die Nägel noch fresh, jetzt ist schon wieder alles abgeplatzt. So ist das, ne? Man kann manche Sachen einfach nicht vorhersehen und tut mir sehr leid, hat mir auch selbst nicht gefallen. Ich nerv mich dann selbst mit sowas, wenn ich mir das vornehme und so, dass es dann nicht klappt. Aber manchmal muss das, glaube ich, so sein, damit ich merke, dass man nicht alles kontrollieren kann. Daran müssen Leute wie ich ab und zu erinnert werden, auf die unschöne Art, weil sonst kommt es ja nicht an. Hab ich meine Haare gekämmt? Na, ich weiß es nicht. Naja, dann ist es untergegangen. Außerdem hatten wir noch ein bisschen privaten Stress. Deshalb wollte ich mal die beste Community der Welt was fragen. Wenn ich so ankomme, kann man sich sicher sein, dass ich irgendwas brauche. Ist vielleicht unter meinen Zuschauern ein Anwalt, der gerne nach einem langen, harten Tag entspannt meinen kostenlosen Content schaut und denkt, ach, die Brick Lady, der würde ich ja im Zweifelsfall helfen. Natürlich auch völlig kostenlos. Nein, Scherz, aber das würde mich wirklich mal interessieren. Ich frage für einen Freund. Dieser Freund bin ich, denn man sollte selbst immer sein bester Freund sein. Ja, okay. Genug davon. Jetzt weiß wahrscheinlich keiner, ob es ernst gemeint ist, aber ja, genau. Dann fangen wir jetzt mal an. Wir haben hier einen Mold King-Zug. Hatte ich schon mal was von Mold King auf meinem Kanal? Ich weiß manchmal selbst nicht mehr. Ich mache es ja jetzt seit einem Jahr hier und habe, glaube ich, auch schon über 80 Videos online. Da verliert man mal den Überblick. Das ist ja auch manchmal so, man denkt, man hätte einem Freund oder einer Freundin was erzählt, aber man hat nur darüber nachgedacht, das der Person zu erzählen. Ja. Okay. Dass ich mich auf dieses Video gebrieft hatte, ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Also ich hoffe, ich kriege das noch alles so zusammen, wie ich mir das gedacht hatte. Und jawohl, der coole Zug, den haben wir online gesehen. Und da gab es verschiedene Züge, die alle ziemlich cool aussahen. Aber der hier ist eine Dampflok, inspiriert an der Haarausfall. Der Haarausfall, daran ist der Zug nicht inspiriert, nein. Nur nach einer Schwangerschaft kommt, für die Leute, die das nicht wissen, so eine Phase, da stellen sich die Hormone um und dann hat man Haarausfall wie blöd. Liegt aber nur daran, dass man in der Schwangerschaft keinen Haarausfall hatte und die 9 Monate, wo du kein Haar verloren hast, müssen ja nachgeholt werden. Es kann einem ja nicht gegönnt sein, schönes, volles Haar zu haben. Nein, nein, das wird alles rausgeschmissen. Du hast wirklich Angst, dass du demnächst aussiehst wie Gollum. Ja, okay, jetzt haben wir das geklärt. Deshalb zupple ich hier wahrscheinlich in nächster Zeit viel rum, weil die Haare sind everywhere. Wirklich. Ungelogen. Sie sind überall. Überall sind die. Ja. Inspiriert an einem deutschen Zug, einer deutschen Reichsbahn 18201. Hier die Setnummer ist aber 12007. Glaube ich zumindest. Ich habe online 2 Setnummern gefunden. Okay, das wären 4. Ich habe online zwei Setnummern gefunden. Aber vorne steht hier auch 12007 drauf. Ja. So. Dann kam diese Schachtel. Die sah online ein bisschen anders aus irgendwie. Die kam. Da dachten wir erstmal, ob das der richtige Zug ist. Ich glaube, da waren auch 2 Züge, die so ein bisschen grün waren. Wir haben mal so ein bisschen durchgestöbert. Aber es ist tatsächlich der Zug, den wir auch wollten. Der Preis ist so ein bisschen unterschiedlich, je nach Seite. Aber so um 140, 150 Euro bekommt man den. Wir haben 2348 Teile. Sag ich gerade so, als wüsste ich das sicher. Ja, es ist so. genau, 2348 Teile. Ungefähr 140, 150 Tacken. Tacken. Okay. Und das war jetzt, wie gesagt, die Schachtel, in der wir es bekommen haben. Da ist auch sonst nichts drauf, so rundherum. Also da denkt man wirklich so, hoppla, was ist das denn jetzt hier? Ja, war der Zug. Frag mich echt, wie funktioniert das? Steht hier irgendwo irgendwas drauf? Ja, doch, da hinten. Klemmblock, Bauverrichtung. Naja, also
Die werden wissen, wie es bei denen sortiert ist. Hier, es fängt schon an zu nerven, ne? Die Haare auch viel zusammengebunden deswegen. Und natürlich, weil sonst ein B wieder 24/7 dran rumziehen würde. Das kann man ja auch nicht gebrauchen. So, der ist motorisiert mit einer Akkubox. Also man muss da nicht irgendwie, keine Ahnung, 24 Batterien reinmachen oder was das sonst gerne ist. Ich versuche auch, die euch zu zeigen. Das wird ja manchmal alles nicht so eingefangen, wie man möchte. Und wir haben hier noch diese Fernbedienung. Die ist batteriebetrieben dann wieder. Aber na gut. Wir haben hier diese Anleitung, die ist tatsächlich für 2300 Teile nicht so dick. Ne? Das heißt, dass die Bauschritte schon teils ordentlich sind, aber die Steinequalität war echt gut. Also ich wusste da jetzt nicht so ganz, was mich erwartet, aber die haben gut geklemmt, die Steine. Und das hat sich alles gut machen lassen. Also es war auch schön zu bauen. Es ist ja manchmal auch so, es funktioniert, aber es ist irgendwie nervig oder so. Aber das war hier jetzt nicht so der Fall. Ein, zwei Mankos gibt es schon. Da komme ich dann später auch drauf. Aber ansonsten hat sich's gut bauen lassen. Auch vernünftige Abbildungen und ja, hat keine Fragen offen gelassen, außer die Verkabelung in. Der hat nämlich eine Beleuchtung. Kann fahren. Es waren auch Schienen dabei, so ein Oval quasi aus Schienen. Das sind jetzt auch die Schienen aus dem, habe ich hier im Karton. Für die Geräuschfans sind auch noch etliche weitere Schienen. Also das finde ich ist auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt, dass der Zug mit einer auch ganz ordentlichen Menge Schienen daherkommt. Also er konnte schon im Kreis fahren. Wir haben ihn auf unserer sowieso gerade aufgebauten Schienenstrecke. Ja, bei Zügen bin ich echt immer der totale Honk. Merkt man gar nicht. Den haben wir in unserer Zuglandschaft fahren lassen. Das hat funktioniert. Also der kann das machen mit diesem Tender, heißt das. Tender. Wir hatten es extra nachgeguckt, damit ich nicht ganz so honkig rüberkomme, ja. Also dieser Beiwagen hier, der Tender. Genau. Den und den Waggon hier kann der gut ziehen, das funktioniert. Also der hat nicht zu wenig oder zu viel Power, wie das ja manchmal so ist. Wir haben so einen Zug, der fliegt bei jeder kleinen Kurve raus, weil der so übermotorisiert ist. Und dann zum Beispiel haben wir versucht, den ICE zu motorisieren mit den insgesamt 5 Waggons. Das hat auch eher nicht so funktioniert. Wahrscheinlich war der Motor zu klein, den wir haben. Ich weiß es nicht. Da gibt es auch verschiedene Größen, meine ich. Ja. Könnte man bestimmt machen, wenn man den richtigen Motor hätte. Hier, das wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Ein paar kleine Sticker, die waren hauptsächlich für die Verkabelung, dass man weiß, wo man was laden muss und so und wo was angeschlossen wird. Aber wie die Verkabelung hier drinnen integriert wird, das hat man auf den Bildern nicht ganz so toll erkannt. Da musste man so ein bisschen raten, so Trial and Error mäßig halt. Halt einfach mal gucken und wenn es nichts ist, dann nochmal ein bisschen rumschieben. Das war etwas nervig. Aber am Ende steht es jetzt und ja. Verbunden werden die hier einmal mit Magnet. Also hier hinten ist zum Beispiel ein Magnet und hier ist dann einfach nur so eine Vorrichtung, wo man so einen Pin reinsteckt, der hier dran ist. Also ja, okay, mir ist hier gerade irgendein Ärmchen abgefallen. Ach, hier vom Rand, okay. Eine Deko. Ja. Hier vorne zum Beispiel finde ich nicht ganz so schön, dass das hier so rumlabbert. Es hält. Das ist einfach der Bautechnik geschuldet, aber es labbert halt so ein bisschen rum. Ich werde später versuchen, euch mal zu zeigen, wie der fährt. Ich kann ja mal gucken, ob ich den. Ach, meine Hände sind so unpraktisch klein. Ich zeige euch lieber erst den Zug, wie er ist, und dann mache ich hier irgendwelche Versuche. Die Leute, die mir schon ein bisschen länger folgen, wissen ganz genau, warum, ey. Ich habe so ein Talent, wirklich, ja. Also, hier oben. Neben dem goldenen Lippenstift ist der Anschalter. Ich versuche mal mit meinem Wurstfinger da reinzukommen. Sieht man, dass die Lampen leuchten? Ich weiß nicht, hier ist es so hell durch die Softboxen. Warte, aus muss man ein bisschen länger. Jetzt ist er aus. Ihr habt es doch gesehen, oder? Und an geht er schnell. So. Da, kleine Lampen. Dass die hier nicht so hell leuchtet wie die, war ein Anwenderfehler. Wie meistens, glaube ich. Also ich denke sehr oft, dass das prinzipiell alles funktionieren würde, aber wie gesagt, es war nicht ganz ersichtlich, wie man diese Verkabelung legt. Und hier an der Lampe ist jetzt leider eine Stelle, wo man sieht, dass man gedusselt hat. Ja, das ist halt jetzt so. Das könnte man bestimmt ändern, wenn man Lust hat, alles nochmal auseinanderzubauen. Aber mir reicht das. Ich finde das ganz cool. Ich versuche auch, euch den Dampf zu zeigen. Ja. Oh, sie sind überall.
Bleibt doch einfach da, wo ihr hingehört, ey. So, ich glaube, das funktioniert besser, wenn ich hier die schwarze Box dahinter stelle. Und dann träufle ich hier mal ein bisschen. Wenn man zu viel macht, dann säuft er erstmal ab. Dann geht der Effekt später los. Super Pipette, auch um kleine Spinnen zu befeuchten. Sieht man's? Ich mach mal ein bisschen mehr. Sieht man das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt mal ein bisschen was rein und dann dampft er bestimmt gleich. Ja, kann man auch gut, wenn man so Babyspinnen hat, sind die immer in so Filmdosen. Und da kann man gut das hier so, dieses bewegliche Ende so reinmachen. Das klappt gut. Funktioniert es jetzt oder habe ich ihn? Jetzt habe ich ihn wahrscheinlich ersäuft, ne? Ich hoffe, man hat schon ein bisschen gesehen. Hier tatsächlich eine Dampffunktion. Das finde ich richtig cool eigentlich, ne? Ja. Das ist übrigens auch immer noch die schnellste, noch funktionsfähige Dampflok. So, wollte ich auch nochmal abfeuern hier. Weil ich lese mir immer ganz gerne zu so Sachen, die es halt wirklich gibt. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht, was die Anführungsstriche sollten, aber lese ich mir immer mal ganz gerne ein bisschen was durch, weil ich es auch immer ganz interessant finde. Dampfst du auch heute irgendwann noch, Freund? Ja, war mir wieder klar. Erst zu wenig, dann zu viel. Ja. Hier haben wir aber auch einen richtig schönen Waggon dabei. Letztens hatte ich euch ja den ICE bzw. Schnellzug Rot und Weiß oder Weiß und Rot, keine Ahnung, irgendwas wie Pommes halt, gezeigt von Blue Bricks. Da hatte doch tatsächlich noch jemand geschrieben, dass der innen etwas lieblos ist. Das stimmt schon, der war innen etwas lieblos. Ich dachte, bei dem wäre das Innere vielleicht eher so. Ach, jetzt geht's los. Schaut, da sieht man's. Er dampft, wie schön. Und man sieht es auch wirklich ganz gut vor dem schwarzen Hintergrund, ja. Das ist doch ganz cool. Also, ne? Das ist doch ein schöner kleiner Effekt. Cool, dass das geht. Ich habe euch auch überhaupt nicht gezeigt, wo die Akkubox ist. Die ist hier unter dieser Cover. Dann kann man da noch bequem dran, um die zu laden. Das ist ja auch irgendwie wichtig, ne? Hätte ich euch auch so vorne zeigen können, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt es euch bestimmt vorstellen. Und ja, das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Man muss den immer so ein bisschen ausdampfen lassen. Oder mache ich zumindest so. Ja. Das ist die Fernbedienung. Er dampft immer noch vor sich hin. Das ist echt ganz cool. Lenkt mich auch nur ein bisschen ab. Ja, wir haben hier dann einen sehr schönen Waggon. Und hier ist gleich das nächste Manko. Diese Dinger halten überhaupt nicht. Die haben ja auch so Pins dran. Sieht man das? Ja, so sieht man es. Die haben hier so Pins. Aber irgendwie, entweder der Pin ist zu schmal oder die Aussparung ist zu breit. Ich weiß es nicht. Eins von beidem ist es aber. Es hält nicht. Man muss es halt jedes Mal da wieder auf der Schiene irgendwie draufsetzen, so dass das halt fast, das ist ein bisschen lästig oder man stützt es von unten. Aber wenn man es weiß, dann, ne? Sollte nur der Vollständigkeit halber mit erwähnt werden, finde ich. Und hier haben wir halt ein Dach. Auch diese beiden weißen kann man noch abmachen, da verpasst man aber nichts. Oder eins kann ich ja mal abmachen. Komm. Jetzt gönne ich uns hier mal richtig. Hier ist quasi die Tür, dass man da durchgehen könnte, wie es im Zug ja so üblich ist. Und hier ist wirklich ein schöner, liebevoll gestalteter Innenraum. Schöne Sitzbänke, sogar kleine Vorhänge, ne? Blumen auf dem Tisch. Lampen sind da dabei, alles dabei. Also das ist jetzt wirklich mal. Da kann ich dann doch verstehen, dass man sagt, hier komm, man hätte in den rot-weißen Schnellzug ruhig auch ein bisschen mehr Details im Innenraum machen können. Auch wenn natürlich so ein Zug auch von innen nicht super kuschelig ist, der hier aber schon. Und wahrscheinlich sah der dann auch wirklich so aus. Ich finde das richtig cool. Also ja, dann muss ich sagen, doch, es geht anders und es ist auch schön, wenn es dabei ist. Man sieht es zwar nicht, wenn der Zug dann auf der Schiene rumfährt, aber man weiß es und es wertet so ein Set doch einfach enorm auf. Also falls ich an der Stelle gesagt habe, ist nicht so wichtig, dann revidiere ich meine Meinung. Jetzt, man muss auch mal sagen können, weil man seine Meinung ändert. Er dampft immer noch vor sich hin. Man darf ja auch seine Meinung mal ändern. Und in dem Fall muss ich echt sagen, doch, das macht was her, wenn der auch von innen so ein kleines bisschen Liebe zu erkennen ist. Ne? Und hier finde ich das echt cool gemacht. Ja, der ist so blau-gold. Dachte ich auch erst, ach, hier Villa Kunterbunt, aber wenn das so war, dann war das so, ne? Ja, jetzt habe ich hier schon das Problem, dass ich das nicht gescheit wieder hingestellt bekomme. Da muss man geduldiger sein, als ich es bin. Nee. Also, bei solchen Fummelarbeiten bin ich einfach nicht geduldig. Nein, er dampft immer noch. Echt cool, jetzt habe ich aber auch echt viel Wasser reingemacht.
So. Okay. Tada, tada. Nee, das ist doch auch alles in Ordnung. Auch hier wieder weiß ist ja immer eine kritische Farbe. Die Steine sehen aber alle. Oder es ist so ein Eierschalenfarben. Ich bin bei Farben so ein bisschen raus. Bei den unterschiedlichen Nuancen, ne? Ich denke, da verstehen wir uns größtenteils hier. Ja, okay, vielleicht hätte ich das lange hier zuerst dran machen sollen. Ach Leute, ich habe immer die gleichen Schwierigkeiten, ne? Ja, immer, jedes Mal. Wahrscheinlich habe ich das um eine Noppe falsch gesetzt. Ja, nee, aber klemmt alles gut und ja. Mir ist jetzt hier ein Teil abgegangen, so ein kleines, was nur so am Rand dekoriert war. Das ist für mich ja auch eine super Quote, würde ich sagen. Da haben wir hier schon ganz andere Sachen gesehen. Ich müsste jetzt hier so ein Best-of einblenden von Sachen, die ich komplett zerschmettert habe, aber ich bin technisch einfach eine Niete und deshalb lassen wir das, ja. Ich weiß gar nicht, wie das geht, nicht mal in meinen wildesten Träumen. So, ich glaube, ich lasse den noch ein bisschen an, aber jetzt wollte ich euch doch hier noch das zeigen. Hier ist dieser Schalter, der wabbelt so ein bisschen rum. Das ist nicht so toll. Also der ist hier sehr lose. Aber hier ist die Akkubox integriert und er raucht schon wieder. Der will noch mal zeigen, hier, wie cool er ist. Ja. Okay, ich habe es gerade gesagt. Jetzt habe ich hier noch so ein random Teil liegen, wo ich gar nicht so genau weiß. Wo warst du denn, ey? Da muss ich gleich mal doch hier. Auch an der Seite, nur an so einem kleinen Haken. An so einer Lego-Hand quasi. Tut ihr manchmal so, als hättet ihr Lego-Hände, das ist wieder was, wo mein Mann denkt, warum sagst du sowas? Aber manchmal, wenn ich mich unbeobachtet fühle, und manchmal bin ich es leider nicht, tue ich so, als hätte ich so Lego-Hände und könnte halt nicht irgendwas anderes machen als Disney. Ist doch bescheuert, oder? Aber manchmal auch so Playmobil haben ja die gleichen Hände. Das, ich muss mich mal am Kopf kratzen. Ihr wisst schon, was ich meine. Furchtbar, furchtbar. Ich glaube, ich habe heute wieder, wie heißt das? Ein Peter Lustig gefrühstückt oder so. Ich habe keine Ahnung. Sprichwörter und ich, das funktioniert überhaupt nicht. Aber mir ist, als wollte ich euch hier noch irgendwas zeigen. Ach ja, wie er fährt. Genau. Ich halte ihn jetzt mal hier oben und ich hoffe, das ist richtig so. Fernbedienung an. Seht ihr das, wie das hier arbeitet? Cool, ne? Also der fährt auch echt ganz gut. Hier, wir hatten erst überlegt, das Oval aufzubauen, aber es hätte nicht so gut, also das hätte man nicht so gut abfilmen können. Ich kann ihn ja hier mal gerade ein Stück vorfahren lassen und zurück. Das sind die Funktionen der Fernbedienung. Ja, also ganz einfach. Die hat zwar insgesamt hier so 8 Knöpfe, also so für zwei Einheiten quasi, jeweils 4 Knöpfe, aber kann vor und zurück. Was soll er denn auch sonst machen? Er ist auf einer Schiene. Also, ja. Irgendwie so ein Rückwärtssalto oder so wäre noch ein cooler Effekt, aber ne, also das funktioniert gut. Ich finde den ziemlich cool. Ich finde, so kann ein Zug ruhig sein. Ne, der ist echt schick. Der Innenraum total edel und so, mag ich. Gefällt mir. Jetzt gucke ich mal, ob ich ihn ausmache. Bist du aus? Da muss man auch geduldiger sein, als ich bin. So, jetzt ist er aus, ja. Das funktioniert alles toll. Ja. Hat auch die richtige Größe von Antrieb drin, dass er gut fährt, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Also da kann man jetzt echt nicht meckern. Ich weiß jetzt nicht, er ist jetzt nicht so. Doch, er ist tatsächlich so benannt. Ich weiß halt nicht, ob das. Ich weiß nie bei solchen Sachen, ob das prinzipiell okay ist oder nicht. Da bin ich raus. Ich bin ja, wie eingangs unschwer zu erkennen, war keine Anwältin. Aber du bist es vielleicht. Dann schreiben wir bitte mal. Dann schreiben wir bitte mal, ja. Okay. Ja, steht hier zumindest German Express steht drauf und halt diese Nummer. Aber statt DR für Deutsche Reichsbahn steht hier BR. Deshalb bin ich mir fast sicher, dass das irgendwie am Rande einer Grauzone ist. Ich weiß es nicht. Aber man muss aufpassen, dass man von der Grauzone nicht in der roten oder schwarzen oder was auch immer danach kommt, Zone landet. Denn sonst muss man seine Community leider fragen, ist einer von euch Anwalt? Nein, Spaß beiseite, wenn es doch nur lustig wäre. Also in Wirklichkeit, ich grinse zwar, aber das ist die Verzweiflung. Ne? Es kommt nicht nur nach müde albern, sondern auch nach ängstlich. Da wird man auch irgendwann albern. Ne? Naja, das. Da denke ich, ist irgendwas vielleicht mal wieder so ein bisschen im Busch, Schnellzug rot-weiß. Aber kann einem jemand verbieten, so einen Zug nachzubauen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Züge designmäßig patentiert sind. Vielleicht für andere Zughersteller. Aber
bei Spielzeugen, ich weiß es nicht, ob es da auch so Lizenzen gibt jetzt für den ICE oder hierfür, da bin ich echt raus. Also ich hoffe, es ist okay, das zu zeigen. Wenn nicht, dann einfach, weil man schon am Boden liegt, noch drauf trampeln. Bitte nicht. Nein, also auf gar keinen Fall. Das wird schon so hinkommen. Ich finde den aber sehr schön. Ihr könnt euch ja Bilder dazu angucken. Wie gesagt, DR. Jetzt habe ich es vergessen. So. 18201 kann man sich angucken. Der hat wirklich auch dieses spitz zulaufende, dieses weiße und vorne diese runde Scheibe, sage ich jetzt mal. Ganz stümperhaft, wie ich bei Zügen halt bin. Ich bin eher so für die Klemmbausteine und auch da eher nicht so super professionell, ne? Ihr wisst ja schon. Der Halbkreis, der ein Viertelkreis war und so. Auch da nicht super professionell. Ich habe einfach nur meinen Spaß daran und übertreibe es nicht mit Professionalität und Sachlichkeit. Da gibt es andere dafür. Und ich glaube, hierher kommt man wirklich eher, wenn man abschalten möchte und sich seicht berieseln lassen möchte. Vielleicht mit dem einen oder anderen Lacher wünsche ich mir zumindest, dass hier ab und zu mit mir oder wahlweise auch über mich lacht. Es ist beides okay. Ich krieg's ja nicht mit, ne? Also. Ja, und selbst wenn, habe ich jemandem die Laune gehoben, den Tag vielleicht ein bisschen versüßt. Also, ist doch schön. Ist doch schön. Man muss ja auch über sich selbst lachen können. Okay, ich denke, ich habe alles zu diesem wirklich coolen Zug gesagt. Wie findet ihr den? Ich meine, ich denke, es ist ziemlich unstrittig, dass der echt ganz schick ist, oder? Ja, da muss man doch gar nicht groß fragen, wie ihr den findet. Aber ich finde den sehr, sehr schön. Kann man sich doch vorstellen, da so zu sitzen, vielleicht, wenn es ein Bordrestaurant gibt, sich da so einen Kaffee zu holen oder vielleicht lieber nicht. Vielleicht servieren die den Kaffee lieber am Platz. Kellnern hat bei mir nämlich auch nicht funktioniert. Das kann man sich ja vorstellen. Jetzt stellt euch mal vor, die Sets, die ich zerdeppert hätte, wären irgendwie die Bestellungen von Leuten in einem Lokal gewesen. Stellt euch das einfach mal vor, ja. Ja, ich komme da so mit so einer Bratensoße, so, oh, ich muss hier mal vorbei, oh, hoppla, und gehst es irgend so einem Typ in so einem schnieken, gestriegelten, gebügelten weißen Hemd über, die Bratensoße in den Rücken oder was? Also, nee, also in dem Fall hätte ich wahrscheinlich schon längst einen guten Anwalt. Gut, das war's zu diesem Video. Ich werde jetzt versuchen, noch ein zweites reinzuquetschen. Gerade heute habe ich nicht so viel Zeit und laber ununterbrochen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr genießt euer Wochenende, was ja jetzt anfängt, für alle hoffentlich. Und die, die auch am Wochenende arbeiten müssen, ich fühle es in mir, denn auch ich habe so einen tollen Job genommen, wo man samstags auf der Matte stehen muss. Wir sind die Helden, nein, sind wir nicht, wir sind vielleicht Idioten, ich weiß es nicht. Irgendwas dazwischen, je nachdem, ob ihr was Heldenhaftes macht oder was Dusseliges, so wie ich. Also dann, gut. Schönes Wochenende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr hört nicht die Klospülung. Und dann bis zum nächsten Mal.